Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Meccabellum. Ja, wir versuchen einfach nochmal wieder eine Runde. Ich habe ja gesagt, ich probiere es aus, probiere es aus, probiere es aus. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Vorher aber noch ganz kurz vom Sponsor. Heute wieder gesponsort von Instant Gaming. Ja, da könnt ihr alle möglichen Keys kaufen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Vielleicht zeige ich es hier nochmal. Also auch Battle.net und GOG und was ihr halt haben wollt. Ubisoft, Epic, ne? So ein Zeugs. Also gibt wirklich alles. Ich mache natürlich nur Steam selber. Ist alles vertreten. Super Angebote. Ne? Ist wirklich alles bei neue Spiele, alte Spiele, Vorbestellungen, verschiedene Editionen. Sucht euch irgendwas aus. Also Gaming Keys kriegt ihr hier wirklich für einen super guten Preis. So, und du ins erste Spiel. 400 Leute online, ist noch ein bisschen früh. Es liegt wahrscheinlich daran hauptsächlich, auch wenn die Spielerzahlen kontinuierlich nicht runtergehen. 400 ist nur, weil ich jetzt hier morgens am Zocken bin. Ich denke aber auch mal, dass sobald, ne, jetzt Free-to-Play irgendwann mal kommt, keine Ahnung wann, das hat ja irgendwann 12 Monate damals gesagt, als das erstmal rauskam. Wo sind wir dann noch? 6 Monate hin oder sowas? Auf jeden Fall, da wird es sicher ein paar mehr Spieler geben. Wo man auch sagen muss, dass viele Leute, die ein Spiel haben wollen, das auch direkt kaufen. Ne? Also das sieht man ja in verschiedenen anderen Spielen. Also wenn ihr jetzt einen anderen Autobattler aktuell nehmt, den Backpack Battles, schwierig auszusprechen, vom deutschen Entwicklerstudio sogar. Die haben 100.000 Stück verkauft. Ne? Also das ist abgegangen wie eine Rakete. Ist ja diese Preisklasse ungefähr. Ne? Also 10 Euro, das kostet 15 Euro, war ja auch im Angebot. Gegner. Also Autobattler sind auf jeden Fall beliebt immer noch, ne? Aber die Leute kaufen das eben auch. Die warten nicht alle auf Free-to-Play und da kann man die Demo ja fast das Vollspiel spielen, Free-to-Play, wenn ihr so wollt, ne? Also da ist, das muss man sagen, auch ein Autobattler eher eine Nische leider. Deswegen würde ich mir nicht zu viel vom Free-to-Play erhoffen, aber es wird auf jeden Fall einen Zufluss an Spieler geben, ne? Das war die Message. So, jetzt. Ich habe es dem Entwickler übrigens auch nochmal geschrieben, dem Publisher habe ich das geschrieben. Der Entwickler weiß das ja schon Ewigkeit, habe ich das geschrieben, dass der Patch nicht so gut war. Also Paradox, sprich, habe ich das geschrieben, der PR-Abteilung. Da habe ich einen Kontakt gehabt. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert von mir, aber wollte ein paar Mal drum gebeten, habe ich es auch mal gemacht. So, was machen wir denn jetzt hier? Irgendwelche Luftviecher holen, ne? Also ich muss mir das Spiel immer so einfach wie möglich halten, weil der Spam zu groß ist. Das ist ja meine Strategie bisher. Das 200 Geld würde ich zum Beispiel da nicht holen. Da könnte ich nicht mit umgehen, persönlich. So, langsame Einheiten heißt normalerweise Artillerie. Ja, anfangs immer der gleiche, ne? Da gibt es ja keine Vielfalt mehr. Also für mich zumindest nicht. Ich sehe nicht, wieso, warum. Ja, und dann hole ich gleich Artillerie dazu. Also ich habe jetzt erst, weiß ich nicht, 10, 20 Spiele gemacht. Wobei mit dem gesamten Drop-Patch, ne, also ich meine jetzt mit dem letzten, aktuellsten Version 10.20, den ganzen habe ich bestimmt meine 30, 40 Spiele auch gemacht. Ich denke schon, dass ich so langsam auch mit Zugucken noch ein paar mehr ein Gefühl dafür kriege, wie dieses neue Spiel funktioniert. Also ich persönlich finde auf jeden Fall, dass die Vielfalt vor dem Uni-Drop-Patch extrem größer war. Das war ja das Ziel hinter dem Patch, ne? Das Meta aufzureißen, interessanter zu machen. Aber ich sehe keinen mehr, der sich an der Front zum Beispiel aufstellt zum Headquarter-Rush. Ja? Da gab es ja die Option vorne aufstellen, Mitte aufstellen, hinten aufstellen früher. Hier sehe ich überhaupt nicht mehr. Ich sehe keinen mehr, der irgendwelche Flankenstrategien fährt, ja. Außer dass er mal eine Einheit steht, wenn überhaupt. Also ich sehe persönlich viel weniger Vielfalt. Ihr könnt argumentieren, klar, es gibt keine festgefahrenen Strategien, Anführungszeichen, mehr. Das liegt aber mehr daran, dass es keine Strategien mehr in diesem Umfang gibt wie früher, ne? Und von daher sehe ich tatsächlich, also für mich persönlich, ne, abgesehen davon, dass ich halt ein Problem mit dem RNG-Faktor habe und damit, dass das halt ein Spam ist, ist es einfach, es ist halt für mich jetzt stale geworden, das, was sie damit lösen wollten, persönlich. Wie gesagt, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine ganze Menge noch hier Versuche, aber ne, nur mal diesen strategischen Aspekt, dass sie Vielfalt reinbringen wollten, das sehe ich persönlich leider nicht, dass das Ziel erreicht wurde. Was erreicht wurde, ist, dass man originelle Builds zwischendurch mal sieht, ne? Sachen, die man früher vielleicht nicht gemacht hätte, Level 9 Rhino oder sowas, der rumläuft, ne? Apropos, der hat den Rhinos. Ja, da sieht man schon was Originelleres, so dass der Hacker wieder reingespielt wurde oder sowas. Aber das wächst, gibt halt weniger Vielfalt, bringt es hin, als es weggenommen hat vorher. Zumindest in Sachen, die ich spiele und gesehen habe bisher. Gibt auch keine Strategiediskussionen mehr, leider, im Sinne von wie früher, ne, wo man sagt, das war ein guter Bild, das passte zusammen, eben, weil ihr halt alles jetzt zusammenpackt. Also nicht selten hat man halt auch zwei Lösungen in den Unidrop-Karten für ein dasselbe Problem. Ja? Und dann hat der Gegner auch zwei Antworten auf die zwei Lösungen. Und dann kommt alles zusammen und es wird einfach super komplex in dieser Hinsicht. Aber es hat ja nichts mit Strategie zu tun, sondern einfach nur mit Auseinanderflattern des Puzzles.
Ja, also mein Hauptding ist, ich muss auf jeden Fall einfach die Steuerung hinbekommen, dann kann ich auch ein bisschen spielen, ne? Also, wie gesagt, ich finde es einen Schritt zurück, aber wenn ich jetzt eine Steuerung hinbekomme, kann ich trotzdem zocken. Und das kriege ich wahrscheinlich hin, wenn ich einfach ne, gewisse Sachen im Automodus aufstelle, ja? Wie am Anfang die ganzen kleinen Viecher und so, dass immer die in den richtigen, denselben Stellen stehen, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Und dann auf große Einheiten später gehe. Auf Flanken verzichte, Gegnerflanken muss ich ja nicht mehr denken und so weiter, ne? Dass ich alles ein bisschen im Kopf vereinfache, da muss man so Algorithmen sich zurechtlegen. Heuristiken. So. Ja, wir gehen ja auf jeden Fall da rein nachher. Gegner hat mehr und mehr Marksmen geholt. Das Kleinvieh müssen wir mal gucken, wo die Crawler nicht mal anders abholen wollen, das mit der Artillerie. Ich meine, noch funktioniert es ja. Sind hier nur drei Crawler, ne? Also will ich dafür jetzt wirklich nochmal ein Dings aufstellen? Ein Arclight? Ist das wirklich die Antwort? Ich hoffe gleich auf einen großen Luftdrop. Ich glaube, dass ich die UFOs aber jetzt schon spielen kann, oder? Dann hole ich das Kleinvieh einmal weg. Und die Dinger machen ja nicht so viel Schaden an denen. Und dann sollte das eigentlich auch klappen. Nochmal eine extra Artillerie. Und das irgendwie dazu quetschen sinnvoll. Versuche das mal so. Es geht da um den Rhino auch ein bisschen. Ja, verkauft. War natürlich denkbar übel für mich jetzt, dass die Artillerie ne, weder an dem Schild ist noch ein Rhino tötet. Wird dann keine gute Runde. Der tankt den Schuss schon. Wahrscheinlich ein bisschen teuer, um das Kleinvieh zu töten, obwohl es auch, ne? 41 Kills. Er macht es relativ schnell, also ich meine 41 Kills, das Sache muss ja kein anderer töten. Und er denkt halt schon den 10. Marksman-Schuss. Also vielleicht hat es wirklich funktioniert, aber ich hätte trotzdem gerne noch Modelltank davor, nächste Runde. Ja, das mit der Adler rechts, wenn er verkauft hat, das war nicht gut für mich. Genau, so wie schnell bist du? 12, ne? Der hat die überholt und ich bin ein Anfänger und hab da nicht dran gedacht. Okay. Dann gehen die alle nach rechts, aber dann biegt der ja trotzdem nach links irgendwann ab, ne? Er müsste auch reichen, wenn er nicht zu sehr vorgeht. Also okay, du holst Brücken und ich hole Melting Points. Also Melting Points wären ja auch die Counter dagegen und deswegen ist der die Counter gegen die Counter, die potenziell da bekommt und dem da. Noch mehr Anti-Small, noch mehr Small. Eben langsamer Fassung hinten. Da ist die Frage, ob man da irgendwann mal eine Feuerrakete ausgeben möchte. Wo das Kleinvieh wirklich von denen gut weggemacht wird, ne? Dadurch, dass sie so viele Kanonen gleich haben, schießen die halt wirklich links, rechts, überall einen hin. Das ist tatsächlich ganz angenehm. Und der Tank gibt einen Sniper jetzt. Nice. Muss nur wollen. Ja. Hat auch einen kleinen Heal. Doppelte Kanone heißt dann auch doppelter Heal, ne? Hängt schon wirklich eine ganze Menge. Dank dem Item. Ja, da ist zu viel Kleinvieh, also. Vielleicht mache ich wirklich Feuerraketen. Das löst ja alle Probleme gleichzeitig, ne? Die von hinten kommenden Fangs und die Marksmen, die aus der Backline langsamer zukommen.
Vier davon, vier davon. Das und dann noch meine Elite drauf. Dann hole ich das Kleinvieh alles weg. Aber irgendwer muss halt mit den Phönix machen. Also ich würde an seiner Stelle Phönix holen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall. Ich habe ja auch Luft. All in Phönix. Ich würde eigentlich ganz gerne bei denen hier was ausgeben. Puh. Ich mache das einfach, oder? Und dann über Reichweite. Je schneller das Kleinvieh weg ist, desto besser können wir halt arbeiten. Das ist mein Anti-Small, ja? Also, das sorgt dafür Schutz. So, wie schaffe ich das jetzt hier vorne mit dem Marksman Flammenwerfer? Hier irgendwie rein. Die laufen mir eh gleich nach links, ne? Und da kann ich tatsächlich hier vorne so reinlaufen zum Tanken, zum Spättanken, dass dann gegen die Phönix, die er aufstellt. Also ich gehe davon aus, dass er Phönix macht. Mal überraschen lassen. Ja, Steebolt hat sich entschieden. Aber das ist ja auch okay. Dafür habe ich ja Phönix jetzt. Ich dachte, wenn ich Aerial bin, ist das ziemlich klar, dass ich auch Lufteinheiten hole, um den Bonus nochmal rauszuholen. Ne? Beziehungsweise Steebolt, das Tanta-Call vom Gegner. Erst recht, weil ich noch die UFOs gespielt habe. Wollte halt eine Tanklinie haben für seine Marksman, vermute ich mal. Ne? End of Elite, okay. Also früher hatte man tatsächlich, glaube ich, mit Artillerie verloren gegen Marksman-Spam, wenn ich mich richtig erinnere. Weil halt die Artilleristen hier angewohnt haben, alle Raketen auf einen zu werfen, wenn die, ne, viel besser jedes einzelne Ding rausnehmen. Aber ich habe natürlich viel mehr Phönix. Also Phönix haben Marksman im Late Game immer besiegt, ne, weil die kaufen zwei Marksman und wir kaufen vier Phönix. Und damit kamen die dann doch nicht klar. Und das, was wir auch gerade hier ein bisschen sehen vielleicht. Battleship. Ob er das nimmt? Wahrscheinlich, ne? Ich würde denen gerne doppelte Kanone geben, aber sehr teuer, ne? Sehr, sehr teuer. Tja, wie machen wir das jetzt hier? Ich würde sagen, ich versuche das mit Feuerraketen. Gegner buddelt sich in meine Richtung, okay. Habe ich die Crawler-Produktion da drin? Ja. Der lebt ja relativ lange. Das ist mein Finisher-Move. Den Crawler rein. Hätte Mechanical, das habe ich eben gar nicht gesehen. War anscheinend nicht ganz so schlimm dann. Ich glaube, ich mache das lieber hier mit. Und ziehe nochmal eine Reichweite rein. Wahrscheinlich hätte Mechanical genommen, weil ich keine. Mein Anti-Small halt für ihn sehr eigenartig aussieht, ne? Mit den UFOs. Aber ich habe ja hier so eine Feuerwall. Also wenn die droppen, ich droppe auch, aber ich wäre eh auf eine Flammenwerfer gegangen. Wenn die rauskommen, ne, die Dinger fahren die ins Feuer. Und ich produziere immer neue Crawler. Obwohl das wahrscheinlich mit dem Feuer nicht die beste Strategie war. Kommt auf die Menge an, das kann schon funktionieren, aber tatsächlich ist das eine Kombo, die keinen großen Sinn macht, glaube ich, jetzt wo ich sehe. Ist ja auch vorher klar gewesen, ich habe nur nicht dran gedacht, dass ich jetzt angeklickt habe. Ich meine, Feuer war richtig dagegen, aber dann war das der Käse gewesen für 300. Dann hätte ich lieber nochmal 200 mehr gemacht und den auf Reichweite getrimmt. Und das Feuer vielleicht auch noch weiter hinten kommt im Late Game gegen die Marksman. War nicht ganz so episch durchdacht, das ganze Spiel zu sehen.
Ansonsten Kleinvieh töten. Nochmal so ein Ding. Also er wird wahrscheinlich wieder nur große Dinger kaufen, ne? Gehe ich mal von aus. Nochmal ein Anti-Small von hinten dabei. Mehr Kleinvieh stirbt, desto besser. Und dann kommen irgendwann die Dinger zum Tanken dazu. Normalerweise wäre auch eben Ess dagegen gar nicht schlecht. Also die Artillerie, also statt die Dinger zu holen, das wäre doch Käse gewesen mit dem Feuer auf jeden Fall. Ne, die EMS-Raketen wären gut gewesen, um alles auszuschalten. Die Schilde jede Runde, das Elite, alles. Ne? Also EMS-Raketen wären richtig gut gewesen. Reichweite. Kann man machen, muss man nicht. Also, aber das war auch nicht. Also ich meine, es kostet jetzt 300, das ist nicht spielentscheidend, aber es kostet natürlich dann das 500 danach. Ne? Und es wäre schon besser gewesen, es andersrum zu machen. Oder hier den halt EMS-Raketen, Feuerrate, irgendwas geben. Ne? Reichweite, alles wäre gut gewesen auf der Artillerie nochmal. Also All-in-Feuer, ne? Öllachen ziehen dabei. Das wären alles entscheidende Moves, hätten wir sein können. Scorpion geholt. Fragezeichen. Toxic Scorpion. Okay. Bin leicht verwirrt über die Wahl. Nicht sicher, was er damit bekämpfen wollte. Hab ja eigentlich nichts, was. Also dieser eine Dings da vielleicht, aber Toxic Scorpion nur für den Melting Point, das scheint mir sehr, 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 sehr teuer. Zumal so auf der Seite mit dem Schild auch war. Na, mal sehen. Aber ich hätte Öl legen sollen. Öl ist gegen die Hardcounter, das ist auch so ein Ding, was ich ne, vernachlässige. Weil ich lege ja Feuer, der hat nur Kleinvieh, der schildet auch kaum. Also da wäre Öl ein Finisher gewesen. Das ist auch nicht so dolle. Ja, da legen wir einmal komplett Öl, aber weil das jetzt kommt, wird er diese Runde wahrscheinlich schilden. Also letzte Runde hätte ich Öl legen müssen. Keine Crawler Öl legen, hätte es wahrscheinlich beides in Kombination gewonnen. So ist es das manchmal. Mal gucken, ob wir das hier vorne. Genau. Ja, die kommen ja schon ein ganzes Stück nah, ne? Kann ich vielleicht sogar. Ja, ist immer die Frage, wie man es am besten legt. Ja. Okay, dann den Beacon. Den einfach wegsteuern von dem Teil. Und ansonsten Reichweite für die Artillerie. Nochmal so ein Ding. Headquarter anklicken. Tja, fehlt da natürlich das Geld. Keine Ahnung. Machen wir das. Und ansonsten halt mal hier ein Satellit. Sekunden, um was einzustellen. Einfach hinklatschen, fertig. Man konnte nicht mal die gegnerische Aufstellung angucken. Ja, eigene Schilde wären wahrscheinlich auch nice gewesen. Keine Frage. Wenig Feuer. Ja, ich sage ja, letzte Runde, die es machen müssen. Diese Runde war klar, dass das jetzt kommt, wegen dem Smoke und dem Feuer. Also, Katastrophe. Ja, weil die keine Reichweite haben, laufen jetzt in das Toxic nonstop rein. Ne? Inzwischen ist das ja schon ein Problem dann. Also das, da verliert man vielleicht doch das ganze Spiel, muss man sagen. Abgesehen davon, dass es hier wahrscheinlich auch ein bisschen viel verbrannt ist. Ja, aber das mit dem. Also klar, keine Zeit gehabt jetzt zum Nachdenken, ne? Wegen den Schilden, wo ich die am besten setze und ich überhaupt setze. Und dann eben
Den Crawler-Spawn-Käferkäse. Und da war noch ein drittes, habe ich wieder vergessen, was es war. Das glaube ich alles nicht gut gewesen. Muss man einfach, ne? Wenn man halt öfter spielt, dann passieren solche Fehler auch nicht. Aber wenn man so ad hoc einfach Runden macht, dann kommt das natürlich da rein. Jo, keine Ahnung. Hat ja eine Handvoll Luftabwehr da stehen. Mach mal einfach den Spam dazu und fertig. Ach, ich mach das jetzt einfach mal. In dem Spiel benutzt ja keiner mehr Flanken, ne? Und daher riskiere ich das mal hier mit der Flanke. Die mal nicht pullen, die Dinger, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Bomber-Upgrade habe ich nicht drin, ne? Zeit zum Denken habe ich wieder auch keine. Wie so üblich. Keine Ahnung. Haben auch die UFOs dabei. Ja, keine Zeit für schnelle, für lange Aufbauten. Keine Ahnung, der. Raketen. Und ansonsten gucken wir mal, in der Öllache da vorbeikommen. Einfach da reinrushen. Ging dann auch Wespen geholt. Ach ja, das Feuer-Crawler-Kombo-Ding. Naja. Manchmal ist es halt so, manchmal ist es so. Dass man sich selber rausnimmt aus dem Spiel. Eigentlich wäre das mit dem Beacon hier oben besser gewesen, um es gezielt da reinzukriegen, ne? Na, mal sehen. Headquarter. So, nice. Gemäßraketen, knipst die Dinger aus. Und zwar alles. Und die Schilde hast du wahrscheinlich auch getroffen, ich habe nicht hingeguckt. Wie geht der Westenkampf los? Na gut, ich habe eine UFOs und da ist das kein echter Kampf, vermute ich mal. Ja, der Beacon war schlecht gelegt. Ich spiele halt zu wenig, um das ordentlich zu machen. Ja, also das Spiel war eher ein Krampf, weil ich doch eine ganze Menge Fehler gemacht habe. Aber das ist halt einfach, ne, dem Umstand geschuldet, dass ich zu selten spiele. Also ich hätte früher finishen können, habe das Falsche geholt. Ich glaube, so richtig gut war die UFOs, die haben sich, glaube ich, gelohnt und die Flanke am Schluss. Ich meine, will er auch machen. Also wenn ich am Schluss eine Flanke mache, wo ich einfach mal, ne, 5 Einheiten hinstelle dank dem Drop, er weiß ja nicht, ob die links oder rechts kommen, oder vorne oder gar nicht. Ne? Das ist halt einfach hardcore ausgewürfelt, die letzte Runde. Der hätte ja genauso gut so eine Flanke mit 5 Einheiten machen können und zack. Ne? Also das war schon früher mit Flanken sehr gefährlich in der Finisher-Runde, aber jetzt mit halt dem Drop zusammen, ne? Das sind halt Level 2 Wespen gewesen. Entsprechend haben die dann alles gemassakert. Aber ist ja kein RNG, habe ich mir sagen lassen. So. Ich wäre weg für heute. Ciao, ciao.